Was nicht heißt, dass manche Menschen ganz viel kuscheln und es sie aber nervt, weil sie wollen eigentlich Sex und die Partnerin will nur kuscheln oder der Partner. Man freut sich besonders über, wenn vielleicht auch sowas, ja, naja, Geschenk könnte auch noch sein. So, hallo. Ich weiß noch nicht, ob Licht und Setup so ideal sind, aber wir arbeiten heute damit und in der Zukunft werde ich weitersehen. Es ist eine neue Wohnung, deswegen. Und es ist dunkel draußen und ich muss erstmal meinen Platz hier finden. Aber schön, dass ihr da seid. Ich bin Lara, ich bin Sexologin und ich erzähle euch hier Dinge über die Sexualität, über alles, was dazugehört und über die Dinge, die ihr mich fragt. Manchmal werde ich Sachen gefragt über Instagram. Ihr könnt mir da auch gerne folgen. Genauso wie hier natürlich mich abonnieren. Sehr gerne. Da freue ich mich sehr. So, warum sind wir heute hier? In diesem Video heute möchte ich euch ein paar Dinge erzählen über den Zusammenhang von eine Person möchte mehr Sex als die andere Person in einer Beziehung. Und einfach ein paar Gedanken dazu. Ich habe dazu schon ein Instagram-Video gemacht, aber das war beim Kochen und es war mit einer crazy Soundkulisse. Und ich versuche es jetzt nochmal ein bisschen präziser zu machen und eben mit etwas besserem Ton. Okay, und zwar ist es einfach eine Tatsache, dass es selten so ist, dass wirklich, wenn wir ein Paar haben, dass beide genauso viel Lust haben, genauso viel Sex miteinander haben wollen, genauso viel, ja, Lust aufeinander haben. Es ist automatisch so, dass einer irgendwie ein bisschen mehr will als der andere. Und selbst wenn es sehr ausgewogen ist, es wird nie glitzegleich sein. Und in manchen Beziehungen ist die Lücke auch noch größer. Also, dass einer wirklich vielleicht viel möchte, also im Vergleich zu der anderen, die sehr wenig möchte. Und das kann natürlich für eine Beziehung zum Thema werden. Vielleicht nicht sofort, aber auf Dauer kann es natürlich schon ein Problem werden, wenn der eine immer das Gefühl hat, ah, irgendwie kriegt er nicht genug und wird da nicht befriedigt oder hat immer so eine Sehnsucht und der andere oft unter Druck ist, weil er denkt, oh nein, der andere möchte wieder, was mache ich jetzt? Ich will nicht schon wieder nein sagen, ich habe aber gar keine Lust. Genau, also das ist eigentlich ziemlich deutlich, dass da auch schnell ein Problem sein kann. Was ich aber wichtig finde und womit ich versuche jetzt das Problem ein bisschen zu mildern oder zu zeigen, hey, vielleicht ist es doch auch gar nicht so ein Riesenproblem und vielleicht gibt es eben doch Lösungen. Das möchte ich jetzt schaffen, indem ich euch ein paar Dinge und ein paar Gedanken erzähle. Vielleicht erstmal noch, was wichtig ist zu begreifen, wenn du eine gesunde Beziehung führst. Also mit gesund meine ich, dass ihr beide euch respektiert und dass keiner etwas tut, was dem anderen irgendwie schadet oder die Grenze krass überschreitet. Dann ist es so, dass derjenige, der weniger Sex möchte, dass der irgendwo eine Machtposition bekommt, ob er es will oder nicht. Also, weil die Person, die nicht möchte, entscheidet ja am Ende, wann wird Sex gehabt. Und die Person, die öfter möchte, weil zum Glück diese Person eben in einer gesunden Beziehung den anderen nicht zwingen würde, dann ist es eben so, dass die Person, die mehr möchte, eigentlich ja nicht so die Macht hat, weil wenn die andere Person nicht möchte, dann findet es halt nicht statt. Und das ist natürlich schon ein Ungleichgewicht, mit dem die Beziehung dann auch umgehen muss. Und Ungleichgewicht schafft einfach immer auch ein Problem. Also man will ja meistens, dass es so auf einer Wellenlänge ist oder auf einer Ebene. Und da automatisch hat man Ungleichgewicht. Aber eine Sache, die so ein bisschen den Druck etwas rausnehmen kann, ist, glaube ich, wenn man halt wirklich, also derjenige, der besonders viel will, wenn der wirklich sich überlegt, was möchte ich eigentlich? Also worum geht es mir dabei, wenn ich sage, ich möchte mehr Sex? Also was erfüllt Sex auch für mich? Und was bedeutet Sex für mich? Und wie kann der Sex auch aussehen? Heißt es für mich automatisch, es geht um Penetration und der andere muss unbedingt funktionieren und muss unbedingt sein Tool oder sein Genital auch verwenden? Oder heißt es, ich bin halt lustvoll, aber mir reicht es, wenn mein Partner dabei ist. Oder mir reicht es, wenn mein Partner seine Finger benutzt. Oder mir reicht es, wenn mein Partner mich dabei küsst und ich mich selber berühre. Also deswegen ist es halt super wichtig, dass wenn du merkst, ah, du willst so viel Sex, dir halt wirklich erstmal zu überlegen,
was gibt mir Sex? Also für viele ist Sexualität halt auch etwas, was einfach Nähe schafft, Bindung schafft. Und vielleicht haben sie das Gefühl, sie brauchen mehr Bindung zum Partner. Sie haben den Wunsch nach Nähe. Und vielleicht bekommen sie diesen Wunsch in anderen Momenten nicht so erfüllt. Oder sie sind generell jemand, der einfach viel Nähe möchte. Und da wäre der nächste Schritt ja auch zu überlegen, kann ich Nähe nur durch Sex bekommen? Oder gibt es andere Wege für mich, die der andere vielleicht auch gerne mitmacht oder lieber mitmacht, um diese Nähe aufrechtzuerhalten? Das kann alles Mögliche sein. Es kann was Körperliches sein. Kann aber auch sein, hey, wir schauen zusammen einen Film an und es gibt mir eine gewisse Art von Nähe. Oder hey, wir lesen zusammen ein Buch. Oder ich koche etwas für meinen Partner oder er kocht für mich. Vielleicht gibt mir das auch viel Nähe. Und vielleicht ist Sex nur einer der Mittel, um Nähe zu erhalten. Genauso aber auch, wenn es jetzt doch halt um Lust geht, um irgendeine Geilheit, die ausgelebt werden will, dann eben die Frage, muss diese Geilheit genauso ausgelebt werden, wie ich denke, dass es sein soll? Also innerhalb einer Beziehung mit Sex? Oder kann diese Geilheit eben ausgelebt werden, indem ich es mir selber mache und mein Partner vielleicht in der Nähe ist, weil ich trotzdem werde, dass er ein Teil davon ist? Oder ich es mir selber mache und dabei an meinen Partner denke. Oder mein Partner mir hilft, dass ich es mir mache. Also genau, das Erste ist eben wirklich zu schauen, was bedeutet für mich Sex? Warum möchte ich Sex? Was steckt dahinter? Gibt es noch mehr als nur, ich habe jetzt Bock auf Sex? Was sind meine Bedürfnisse tatsächlich? Und im zweiten Schritt, wie kann ich diese Bedürfnisse vielleicht auch ohne Sex befriedigen? Oder in einer anderen Art von Sexualität? Die dritte Ebene vielleicht bezieht auch noch mal ein bisschen mit ein. Es gibt ja diese fünf Sprachen der Liebe. Und da vielleicht auch zu schauen, vielleicht bist du, der besonders viel Sexualität will. Vielleicht bist du jemand, der durch körperliche Nähe besonders viel Liebe herstellt. Aber körperliche Nähe ist halt auch nicht automatisch Sex. Und vielleicht würde es dir manchmal auch sehr gut tun, einfach zu kuscheln und intensiv zu kuscheln und wirklich halt da zu sein beim Kuscheln und nicht nur nebenher so zu kuscheln, sondern tatsächlich das halt bewusst und intensiv zu machen. Und vielleicht ist dein Partner dann offener gegenüber, weil offener dir gegenüber, weil er nicht Sex haben muss, aber er trotzdem dir gerne nahe ist. Genau, also vielleicht kurz zu den fünf Sprachen der Liebe. Jeder hat ja eine andere Art, seine Liebe so ein bisschen mehr auszudrücken. Und wir beherrschen irgendwie alle Sprachen so ein bisschen. Aber jeder hat so sein Lieblingsventil oder hat vielleicht in der Kindheit gelernt, das ist die Sprache, mit der ich Liebe vermitteln kann. Also die erste Sprache sind Worte der Anerkennung. Also manche Menschen zeigen und empfangen Liebe besonders gut, sage ich mal, indem sie Komplimente geben, Lob, verbale Wertschätzung zeigen. Es kann sowas sein wie, ah, du hast das ganz toll gemacht oder ich finde es so schön, wenn du dich um mich kümmerst. Schön, dass du da bist. Solche Dinge. Das zweite ist Geschenke. Das können kleine sein, große sein. Das können so kleine, ich habe dir Blumen mitgebracht. Oder man freut sich besonders über, wenn vielleicht auch sowas, ja, naja, Geschenk könnte auch noch sein. Ich habe das Haus aufgeräumt, könnte eine Art Geschenk sein. Aber das gehört auch schon wieder in die nächste Liebessprache mit rein. Aber einfach so Kleinigkeiten, einem irgendwie ein Lebkuchenherz mitbringen, solche Dinge. Das dritte ist Unterstützung. Da geht es eben darum, dass du Liebe zeigst, besonders indem du für jemanden da bist, irgendwie, wenn er eine schwere Zeit hat. Wenn du sagst, hey, bleib sitzen, ich mach das für dich. Ah, ich gehe einkaufen für uns, kein Problem. Entspann dich. So, da geht es halt so um Unterstützung. Die vierte Liebessprache, da geht es um die gemeinsame Zeit. Also jemand, der einfach besonders durch Zeit zeigt, wie er sie jemanden liebt, dass er halt viel mit dem unternimmt, dass man vielleicht gleiche Hobbys hat, dass man einfach viel Zeit miteinander hat. Und das Letzte ist eben Körperlichkeit und physische Berührung. Und da ist natürlich Sexualität auch ein Faktor, aber eben auch andere Berührung. Nicht sexuelle Berührung, Kuscheln, Zärtlichkeiten, Küssen und so weiter. Ich denke, es ist halt auch wichtig, in einer Beziehung zu wissen, wer mit welcher Sprache kommuniziert. Und ich denke, das ist jetzt tatsächlich in Gedanken, den habe ich jetzt nicht spezifisch gelernt oder gelesen, aber den finde ich logisch. Ich denke, dass Menschen, die
besonders viel Sex wollen, auch manchmal eher die sind, die Liebe zeigen durch Körperlichkeit. Und vielleicht haben sie manchmal nicht den Raum, die Liebe durch andere Körperlichkeit zu zeigen, weil vielleicht Zeit fehlt, weil vielleicht Unsicherheit da ist und vielleicht zeigt sich dann in der Sexualität dieser Wunsch oder der zeigt sich dann durch Sex, dass sie denken, oh, ich will einfach Sex, aber vielleicht würde auch eine andere Art von Körperlichkeit schön sein für die Menschen. Was nicht heißt, dass manche Menschen ganz viel kuscheln und es sie aber nervt, weil sie wollen eigentlich Sex und die Partnerin will nur kuscheln oder der Partner. Das ist natürlich auch nochmal eine andere Geschichte. Aber vielleicht geht es auch manchmal um das Wie. Wie kuschelt man? Ist man dann total bewusst dabei oder ist es halt, okay, man schaut einen Film und man liegt beieinander, was super schön ist, aber es ist nicht so intensiv wie eine Sexualität in dem Moment, weil du halt auch auf was anderes konzentriert bist und nicht nur aufs Kuscheln. Genau, also es war so ein bisschen hier etwas wirr, das merke ich, aber ich finde es manchmal schön, einfach so ein bisschen Gedanken rauszulassen. Ich glaube, da ist trotzdem sehr viel Sinnvolles dabei. Und Hauptsache, ich mache ein Video und es ist sinnvoll und es hilft vielleicht jemandem von euch. Von daher, mein Hund steht schon auf, sie will Gassi gehen. Deswegen, das war's. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen helfen und ich freue mich, wenn du mein Video likest, teilst und mich abonnierst. Bye bye.